Und sind jetzt, glaube ich, in diesem, genau in diesem ewigen Turm drin. Sind jetzt in diesem ewigen Turm drin. Also wir sind wirklich sehr, sehr relativ, sind jetzt am 7. Kapitel, haben davon auch schon ein Stückchen gespielt. Und das Spiel hat halt 8 Kapitel. Also wir werden halt heute auf jeden Fall durchkommen. Ist eigentlich ein No-Brainer, aber 2 Mechaniken musst du schon ein bisschen Hirnschmalz aufwenden, aber danach geht's. Ja gut, ich meine, wenn so ein bisschen Routine vielleicht drin ist, dann ist das vielleicht auch mal ein bisschen einfacher, ne? So, ich muss eben auf die Zeit achten. 33, 34. Hier 34, 22 ist so der letzte Save. Wenn ich das so richtig sehe. Gucken wir mal. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ach genau, wir haben diese komischen. Ah ja. Genau die Scheiße. Und Zeit. Oh, Zeit. Oh, Zeitpuzzle. Ah, wir müssen schnell sein wieder. Ah, das ist auch ein. Zeit läuft jetzt einfach schon ab, bevor ich überhaupt realisiert habe, dass dann dass es wieder auf Zeit geht. Ich muss gerade eh nochmal Sound ein bisschen einstellen, glaube ich. Gut. Ich muss eh erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinfinden. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Muss. Ja, danke dafür. Muss erstmal ein bisschen gucken. Wie weit wir hier kommen. Aber mein Leben sieht halt auch wieder richtig scheiße aus, ne? Also alles wie immer. Oh nein, ich war ein Tick zu langsam, ey. Da vorne war ja schon die scheiß Sanduhr. Schneller! Schneller! Weißt du, an manchen Stellen sind die so schwer, teilweise, oder so schwer zu timen, die Sachen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ach, hier ist er. Und dann hast du halt wieder so geschenkte Sanduhren einfach. Oh Gott. Oh! Aber ganz ehrlich, das geht noch. Also es ist nicht annähernd so schlimm wie das, was wir schon machen mussten. Das ist ja einfach nur. Ich muss ja. Okay. Ich muss ja einfach nur fahren. Das ist das Gute dran. Sehr komische Rätsel. Na, es ist ja kein Rätsel, es ist ja einfach nur fahren. Wir hatten das aber auch schon ein bisschen mehr als Rätsel und vielleicht kommt da gleich auch noch eins. Aber Sachen auf Zeit stressen mich immer sehr. Das können sie halt auch einfach lassen, finde ich, aus Games. Aber keine Ahnung. Für manche Entwickler scheint das irgendwie dazu zu gehören. Dass man sich damit irgendwie abquält. Ich hasse es. Von jetzt muss ich erstmal da 3 Jahre auf dieses Ding warten. Ich glaube, ich muss es vorher rufen, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Dann fährt er durch, ne? Oh, ja, das ist smart. Wenn wir das so machen. Ah, das ist okay. Guck mal, wir haben es geschafft. Das war halt wirklich okay. Ich kann auch einfach mal meine Fresse halten. Manchmal möchte ich auch einfach meine. Würde ich gerne mal eine Fresse halten. Wieso? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder Zeit verloren? Wovon? Wofür? Wieso? Weshalb? Schneller! Sam, bitte! Schneller.
hätte das Ding wieder früher herrufen sollen. Ich glaube, jetzt sind wir gut dabei. Vielleicht. Ich freue mich mal nicht zu früh, ne? So, nur noch die Kugel. Gut. Haben wir. Haben wir. Dann können wir hier durch. So, jetzt nur nicht töten lassen. Like a boss. Like a time boss. Oh, ich muss mal wieder Doctor Who gucken. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Gut. Next stage. Geht's? Okay, da geht's durch. So, das hier rechts, kann man damit was machen? Achso. Kann man hier was machen irgendwie? Eine. Eine. Gut, gehen wir mal runter. Oh, scheiße, wie war denn das nochmal? Ah, in so einem Dungeon quasi dann aufzuhören und auszumachen, wie beim letzten Mal, ist schon fies, weil man dann nicht mehr so richtig weiß, wie die Abfolgen waren. Ob wir jetzt hier zurück müssen oder hier einfach durch runterlaufen können, das weiß ich gerade nicht. Doch, hier waren wir ja schon. Ah, nee, das haben wir alles schon gemacht. Dann müssen wir da, glaube ich, nicht lang, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Nee, ich glaube, wir können ja einfach zurücklaufen. Ich glaube, von hier sind wir ursprünglich gekommen. Ich habe die Serie Truth Seekers für mich entdeckt. Den britischen Humor mag ich sehr. Simon Pegg und Nick Frost. Ja, habe ich auch gesehen. Gibt's da mittlerweile auch neue Folgen oder neue Staffel? Also ich habe das gefühlt vor Jahren gesehen. Ist es bisher immer noch nur eine Staffel? Weil ich weiß gar nicht mehr. Ich meine auch, dass ich die komplett geguckt hatte. Egal wie, Lizzie, du wirst deinen Weg finden. Hier dramatisch aufbauende Musik einfügen. Dankeschön, Baby. Aber gibt's dann schon mehr als eine Staffel, ja? Ich glaube, Simon Pegg hatte ich dieses Jahr auf der Bühne bei der Nacon gesehen. Ah, das kann. Ja, das ist sehr gut möglich. Ich liebe Simon Pegg, ey. Mag den Darsteller richtig gerne. Fand ihn auch in den neuen Star Trek-Filmen, fand ich den echt toll. Aber wenn dann eine neue Staffel von True Stickers ist, ey, dann muss ich die echt mal gucken. Weil die fand ich irgendwie auch ganz sehr unterhaltsam. Es war halt wieder so typisch British einfach, ne? Oh. Diese Energie. Der Kern des Zeitfelds muss da vorne liegen. Sobald man drin ist, gibt es kein Zurück mehr. Endlich ist die Zeit gekommen, diese Illusion zu beenden. Ich bin so verwirrt. Ich habe immer noch keine Ahnung. Wir kriegen ja immer so ein bisschen die Erinnerung von Isabel mit. Da ist Isabel wieder. Wir sind definitiv auf der richtigen Spur. Aber was redet sie da? Wenn man da durchgegangen ist, kommt man nicht mehr zurück nach Futura? Okay. Gibt's dann gleich Haue? Müssen uns gleich kloppen. Kann sein, dass es nur die eine Staffel gibt, hat noch nicht alle Teile gesehen. Ah, okay. Okay. Na, vielleicht war das halt auch wieder so ein. Oh oh. Oh nein. Oh. Boah, ich sehe Sanduhren, gar keinen Bock. Aber es sieht nicht so. Okay, das sieht aus, als wäre es schaffbar, oder? Ach, jetzt fährt er da rum. Ach so. Okay. Aha. Aha. Warte mal. Ach, sie muss dann hier da drauf springen. Ach,
du Scheiße. Ja, okay, ich weiß ungefähr, was gemeint ist. Das wird dauern. Aber wir haben auch eben getrödelt, ein bisschen. Benutzt jetzt die Zeituhr. Du gehst dann darauf. Fahr das Ding mal zurück. Das schaffe ich doch im Leben nicht, ey. Und er steht dann einfach nur da und dreht Däubchen. Fuck. Wie soll ich denn so schnell da... Oh Gott. Wie soll denn das... Okay, wir dürfen, glaube ich, die Uhr nicht so früh nehmen. Eigentlich. Er muss ja eigentlich direkt losfahren, ne? Anders gedacht, warte mal. Ich brauche schon wieder viel zu lange. Wann ist denn die Zeit? Wieso ist die Zeit gerade abgelaufen? Ich habe doch eben. Ich dachte, die lädt sich voll. Ja, gut, jetzt kann ich auch eben warten. Jetzt ist auch egal. Ich glaube, du solltest mit ihr auch direkt drauf springen. Ja, stimmt. Ich darf, glaube ich, da noch nicht durchgehen, ne? Wahrscheinlich müssen wir drauf springen, damit sie nach links kommt. Obwohl, dann fährt das Ding ja weiter. Weil irgendwann muss ich ja die Uhr verwenden. Ah, sie fährt dann dahin? Okay, das ist belastend. Nee, das geht nicht. Scheiße, Mann. Das geht halt nicht. Dann fährt sie nach rechts. Da darf sie ja nicht hin. So würde es halt gehen. Warte, sie, ne, sie springt dann hier rauf. Wir probieren es so einfach mal. Oh. Oh, ich bin schon wieder zu langsam. Ah, diese ständige... Ja, und dann musst du die Knopf drücken, damit sie wechselt. Und dann musst du hier noch... Keine Ahnung, mach noch einen Regentanz, damit du dann irgendwie nur sie bewegst. Dann... Ah, das kriegt man... Manchmal kriegt mein Hirn das nicht auf die Kette. Too fast for me, this game. Ja, dafür ist die Sanduhr, glaube ich, da. Ich glaube, dafür ist die da. Dass du dann halt, Ja, ja, okay, dann haben wir es jetzt raus. Aber es reichte nicht, meine Energie... Ich konnte nicht schnell genug meine Sachen aufladen. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Wir warten noch mal eben. Wir können das. Wir kriegen das hin. Es geht schon. Ey, wirklich, wir hatten schon Schlimmere. Wir hatten wirklich schon Schlimmere. Scheiße, ich habe wieder getrödelt. Na, vielleicht reicht's noch. Das war dumm. Sanduhr, don't do this to me. No. Ah, ich bin zu langsam. Ich muss doch erst das Ding losfahren lassen. Nein, John! Nein! Nimm mich mit! Oh, ich werde... Oh. Boah, trotz Erkältung war ich diese Woche voll happy, weil Schnee. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur wieder genervt, weil ich friere. Ich will 30 Grad. Boah, 30 Grad wäre mir jetzt aber zu doll, ey. Aber ich verstehe dich trotzdem. Du bist ein glücklicher Baum und alles ist gut. Sanduhr-Senpai wird dir zur Seite stehen, wenn du rechtzeitig bei ihm bist. Fusa. Ja, du hast recht. Ich muss die Sanduhr nicht als meinen Feind sehen, sondern als meinen Freund. Sie wird mir helfen, dass ich hier durchkomme. Wir müssen einfach unsere innere Sanduhr channeln. Nein, John! Scheiße. Ich habe so gar kein Timing heute. Ich muss ja auch erst wieder reinkommen. John, hab was Dummes gemacht.
Ich penne schon wieder. Ich penne. Wirklich, was ist mein. Warum funktioniert mein Hirn so? Ich mache irgendwas und dann penne ich einfach schon wieder. Dann schaltet sich das ab und dann wird irgendeine Verbindung gekappt und dann ist vorbei. Was ist mit meinem Brain? Warum ist das so? Nein! Da ist auch wieder so ein Lizzy Move gewesen. Ich bin auf John gewechselt, anstatt auf ihr zu bleiben. Okay, nochmal. Aber das Gute ist, wisst ihr, es ist halt meine eigene Blödheit. Scheiße. John, 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 John. Nein! Ich hab nicht auf sie. Jetzt fährt sie weg. Sam, bitte, nicht wegfahren. Ich bin nicht auf Sam gewechselt und ich wundere mich schon, warum ich sie nicht richtig sehe. Genauso, man merkt ein bisschen, dass ich meditativ versuche, in einen innerlich ruhigen Zustand zu kommen, oder? Voll. Wenn du alleine ohne Stream spielen würdest, würdest du es bestimmt mindestens 30% besser machen. Ja, ey, das ist halt, ist jetzt halt auch nicht so dramatisch. Das ist halt, ich finde es halt eher auch ganz lustig gerade. Weil das ist halt wirklich so eine einfache, wirklich einfache Stelle. Wir hatten schon was wirklich Schlimmeres, ja, mit diesem Zeitgedöns. Das war schon schlimmer, wirklich. Deswegen bin ich noch sehr, sehr, sehr chillt. Jetzt haben wir es geschafft. Es ist eine also hier in dem Moment, das ist eine Fokussache. Ne? Ich bin halt ich lasse mich auch vom Chat ablenken und bis zu einem gewissen Grad ist es okay. Sobald ich mich aber wirklich mal konzentriere, geht's dann meistens. Es ist einfach manchmal eine Fokussache. Aber manchmal kann ich mich auch nicht fokussieren. Das kommt natürlich auch mal vor. Manchmal kriege ich es auch nicht hin. Wir sehen dich, Lizzy. Du hast es gut gemacht. Du bist so supportive. Hast du ein neues Mikrofon oder bin ich mal wieder doof, blind, unaufmerksam? Nee, das Mikrofon hat sich eigentlich nicht geändert, nee. Das ist immer noch dasselbe wie seit, keine Ahnung, 2 Jahren. Wieso fragst du? So. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Oh. Oh, oh, oh. Ach so, okay, warte mal. Ich hab die Idee. Oh, schade. Ich dachte, ich kann ihn da vielleicht stunnen an der Stelle. Oh Gott. Na gut, verprügeln wir die Schlange erstmal. Okay. Wer muss denn wo lang eigentlich? Wahrscheinlich muss... Ja, Sam muss stehen bleiben. Sam muss stehen bleiben. Sam? Sam? Genau, weil er muss das schwere Ding schieben. Hallöchen, Cozy Panda. Einen wunderschönen guten Morgen. Na, du, geht's dir gut? Ich dachte, es wäre Silber gewesen. Nee. Ich hatte noch nie ein silbernes Mikrofon. Nee, nee. Hm. Wie machen wir das jetzt? Müssen wir... Warte mal, müssen wir erstmal... Ah, wir müssen die... Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja mega frech. Geh weg. Moini Roland, Hallöchen, Hallihallo Mausi. Na ihr? Geht's euch gut? Ihr habt gerade schon die besten Zeiträtsel verpasst, ja. Aber es kommen bestimmt noch mehr, so wie ich das Spiel kenne. Hallöchen, Ivides. Dir auch ein schönes Wochenende. Hallo, schön, dich zu sehen. Na, wie war dein Start ins Wochenende? Oh, wir haben einen Automaten, wir haben eine Kochstelle und einen Kühlschrank. Ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet.
glaube, wir haben aber nichts zum Kochen, oder? Ah, doch, so ein paar Sachen. Das riecht nach Boss, ja. Ich schnuppere auch eine Bosshaftigkeit. Fuck. Verdammt. Glücksspiel ist heute nicht auf meiner Seite. Ja, du hast auch eine exquisite Süße. Nein, oh, ich bin schlecht. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe im ganzen Game noch nicht einmal das Kochen unterbrochen, ne? In über 30 Stunden Spielzeit. Weil ich viel zu viel Freude daran habe, an diesem Anblick. Ein Burger-Menü. So, was haben wir denn jetzt noch? Burger ist auch neu. Die Burgis. Boah. Okay, also so scheiße war ich noch nie im Kochen. Sonst haben wir wenigstens zwischendurch mal so eine Zweierkombination gehabt. Wenigstens zweimal dasselbe Symbol wäre schon schön gewesen. Hätte ich schon gut gefunden. So, zumindest können wir noch ein paar Sachen kaufen. Ja, Munition auffüllen. Was kostet das Spaß? 50. Ja, dann machen wir es mal eben. Achso, da können wir nicht, weil der Rucksack voll ist. Auch wie dumm. Moment. Warum kann ich mich hier eigentlich nicht mal voll heilen? Ist doch auch dämlich, oder? Schon ein bisschen dämlich. So. So, dann kaufen wir noch mal ein bisschen Energy. Machen uns voll. Und dann können wir speichern. Erinnerungsspeicher. Der Kühlschrank hat keinen philosophischen Spruch für uns. Ich fühle mich gescammt. Das ist Scam. Oh, das wird ganz schlimm. Scheiße, was ist das denn hier? Okay. Ach so, falscher Charakter. Ah, geht sogar. Okay. Wenn der Kühlschrank keinen Spruch hat, ist er dann überhaupt ein Kühlschrank? Gute Frage. Ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Au, hab ich. Oh Gott, they see me rolling the Hayden, ey. Aua. Fuck. Wisst ihr, das Ding ist, das ist halt nicht mal schwer, aber ich... Keine Ahnung, bei manchen Games, da habe ich teilweise, glaube ich, schon ein bisschen was, wo man sagen kann, da habe ich Skill. Aber wenn du halt so ein Spiel hast wie Eastward, wo du halt nicht erwartest, dass du manchmal das halt abrufen musst, dann verkacke ich es komplett, dann scheiße ich halt richtig rein. Einfach, weil ich in dem Moment dann halt gar nicht in der Verfassung bin. Ich muss den mal kurz verprügeln, der geht mir übelst hart auf die Nerven.
Der Boy. Solche Level mit Zeitdruck immer belastend. Ja, komplett. Kann weg, ey. Ich meine, ich verstehe schon, dass manche da irgendwie einen Thrill drin sehen, aber ich weiß nicht, ich finde... Das gibt mir mal ein Stresslevel, auf den ich keinen Bock habe. Weil ich sagen muss, dass wir jetzt ja nur diese ein, zwei... Okay, zwei, drei Sachen oder so hatten, die wirklich furchtbar waren. Was so Zeit anging. Was ist das denn jetzt hier? Ach du Scheiße. Okay. Au, hab ich. Was ist das denn? Oh mein Gott. Mach doch nicht das mit mir. Oh Gott. Und dann soll sie hier noch langfahren. Okay. Bekommen wir halbe Tweet jetzt die Anfall bei Timing-Sachen. Ja. Ah, fühle ich zu 100%. Wie soll ich denn hier beide gleichzeitig steuern? Wollt ihr mich verarschen? Alter, bin ich hier irgendwie, keine Ahnung. Mach ich Kampfsport oder was? Oh Gott. Was ist diese? Au. Au. Na gut, ich hau mal Essen rein kurz, ne? Stress. Ah. Aha. Ich dachte, wir müssen beide auf einer Platte stehen. Fuck, das. Was soll ich denn machen? Was wollen die von mir? Was wollt ihr von mir? Jetzt können wir ihn verprügeln. Ey, komm, wir packen ihn. Du bist hier irgendwie auf irgendwelchen Plattformen in der Luft und da taucht ein Gegner auf und du kannst ihn gar nicht erreichen, weil der ganz weit weg von dir ist. Guck mal. Das kenne ich, es hat noch kein Horrorgame geschafft, mich zu erschrecken, weil ich damit rechne. Doch Skyrim schafft das, wenn ich mich umdrehe und mich ein Tiger gefühlt 2 Zentimeter von meinem Gesicht angrinst. Ja, genau, das ist so diese Erwartungshaltung, ne, die man dann einfach einnimmt. Und wenn du halt nicht erwartest, irgendwie erschreckt zu werden oder auf gewisse Komplikationen zu treffen, dann stellst du dich da halt auch schwer drauf ein. Bei mir finde ich es halt interessant, dass ich dann einfach gewisse Skills, die ich halt eigentlich habe, in dem Moment dann einfach nicht abrufen kann. So. Und dann wird es richtig weird. Tja, das ist doch eine Boss-Stage. Aber die ist sehr klein und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Obwohl, hier ist auch wieder Halligalli, ne? Ich glaube, hier ist auch wieder Halligalli. Was kommt jetzt? Okay. Aha. Ah, okay. Also doch mit Boss-Stage. Aber halt mit Mini-Gegnern. Aber ich finde es eher schlimm, dass ich dabei jetzt wieder so viel Leben verliere. Wisst ihr, ich habe mich jetzt so voll gepumpt, ne, an dem Automaten und so mit Leben. Und jetzt verliere ich wieder super viel. Und dann stehe ich wahrscheinlich gleich wieder mit so einem Herz vor einem Boss. Das weiß ich jetzt schon. Das wird eintreten. Au. Das ist auch so ein richtiger Scheißgegner.
Das ist so ein richtiger Scheißgegner. So, reicht's jetzt auch? Dürfen wir weitermachen? Oh oh. Was kommt jetzt? Oh, war klar. Au. Ich sag ja, mein Inventar ist gleich wieder, ne? Ist gleich wieder leer. Hab gleich wieder kein Leben. Boah, das ist nicht zu fassen, ey. Das Game ist halt auch null auf Kämpfen ausgelegt, ey. Manche Kämpfe wirken wirklich zwanghaft. Ohne Scheiß, manche Kämpfe wirken so zwanghaft. Oh. Es gibt so Stellen. Also die Stelle macht mich jetzt nicht krass salzig oder so, aber es gibt so Stellen, da denke ich mir, okay, hättet ihr dann mal das Game einfach Game sein lassen. Also vor allem Story-Game sein lassen. Es gibt einfach Dinge, die hätten nicht Not getan. Wenn ich die gestunt kriege, dann ist das okay. Dieser Hund ist halt echt ein Problem. Dieser Skelett-Doku. Ach, das ist so zum Brechen. Mann. Scheiße. Banane, die Scheiße. Mein Gott, John. Als ob deine Pfanne einfach 2 Zentimeter kurz ist. Bei mir war heute Mao am Haribo-Kalender, war ich so. Ich hatte keinen, hab keinen Adventskalender. Habt ihr alle einen Adventskalender? Habt ihr euch irgendwie dann selbst eingekauft? Oder habt ihr einen, hat euch ja jemand einen gebastelt oder so? Ich finde es immer richtig cute, wenn Leute einen Adventskalender basteln. Also sich für jemanden Zeit zu nehmen und dem so jeden Tag einmal den Tag zu versüßen, finde ich mega, 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 mega cute. Stimmt, du hast einen von Tony's Chocolate. Stimmt, stimmt, stimmt. Das hattest du erzählt, Lehrer. Oh mein Gott, ich will das alles nicht mehr. Ich wollte eigentlich Munition sparen, weil wir die brauchen werden. Aber ich habe gar keinen Bock auf dieses Kackvieh. Deswegen prügele ich ihn jetzt aus dem Leben hier, den Kollegen. Alter. Ja, gib mir noch mehr von diesen Scheißgegnern, die keiner will, ey. Das ist lächerlich. Du kannst ja nicht mal richtig ausweichen. Das ist einfach nur scheiße. E-Sport, euer Kampfsystem ist scheiße. Ihr könnt froh sein, dass das Spiel so eine gute Story hat, ey. Ohne Kacke, dann wäre es einfach... würde das Game einfach untergehen. Also die Story macht es zum Glück solche Stellen halt wirklich wett. Deswegen ist das Spiel trotzdem eine sehr, sehr, sehr klare und strikte Empfehlung von mir. Aber dieses aufgedrückte Kampfsystem ist komplett für den Arsch. Mein Vater hat einfach eine Bierkasse an die Wand genagelt. 24 Flaschen passt. Okay. Weißt du, ich würd gerne wieder zurückgehen und mein Inventar wieder auffüllen. Ich habe mein ganzes Inventar leer gefressen mit Zeug wegen diesen scheiß Gegnern. Und es hört einfach nicht auf. Okay.
Ich habe den Salzstreuer rausgeholt, Chat. Weil die Scheiße hier nicht aufhört. Gebt mir doch einfach einen Bosskampf. Oh, holy shit, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott, ich will das nicht alles gleich nochmal machen. Dann kriege ich Schreikrämpfe. Was ist das denn? Warum funktioniert das nicht? Warum fliegen meine scheiß Sägeblätter durch die Gegner durch? Was ist das denn? Was ist das für ein Scheiß? The fuck? Das ist doch lächerlich. Ich ziele auf die Gegner und es ist denen egal. Es ist einfach egal, als wären sie nicht da. Als würde das Spiel denken, nee, das ist nicht, das steht ja gar nicht. Also ich meine, das ist ja so. Da ist nichts. Was ich nicht sehe, kann ich nicht sehen. Ruhe. Meinst du, er hat auch kurze Arme, kurze Beine und eine kurze Pfanne? Ja. Gleich zu League wechseln? Das spiele ich lieber League. Da starte ich jetzt lieber League of Legends und spiele einen Ara mit euch. Ey, guckt euch das mal an. Ich habe mich für einen Bosskampf vorbereitet. Was ist mir geblieben? Ein leeres Inventar. Den Dreck der letzten zwei Wochen abwaschen. Bis gleich. Viel Erfolg. Bei mir steht die gleiche Deko, eine Mischung aus Halloween, Automodelle, Japan-Stuff das ganze Jahr. Oh, das klingt aber schön. Ich habe einen zum Lesen, der andere Advent heißt der. Bekomme ich seit Jahren von einer guten Freundin geschenkt. Oh, das klingt aber schön. Danke für die Erinnerung an den Adventskalender. Gerne. Das ist nicht wahr. Wie oft? Wieso? Wie gesagt, ich liebe Eastward. Kauft euch Eastward. Es ist toll. Ich weiß, ich bin gerade genervt. Aber dieses Spiel ist toll. Es ist toll. Aber warum zum dreibeinigen, dreckigen Truthahn aus der Hölle? Mache ich jetzt gerade zum sechsten Mal oder so irgend so eine scheiß Kugel fertig, wo irgendwelche Gegner spawnen, die nicht von meinen Sägeblättern einfach getroffen werden, weil einfach die Hitbox quasi schon gefühlt weg ist von den Gegnern, weil die sich ein Stückchen bewegen und ich die deswegen nicht treffen kann, weil es einfach nicht technisch nicht möglich ist. Warum ist mein Inventar schon wieder ganz leer? Warum hört diese Schleife an Gegnern, die den ganzen spawnen, einfach nicht auf? Und warum bauen manche Games gute, unglaublich gute Story-Games, dass die ein scheiß Kampfsystem drin haben? Okay, ist in Ordnung. Ist okay. Ihr seid Story-focused, ihr müsst kein gutes Kampfsystem haben. Ist fein. Dann bin ich zwischendurch kurz, keine Ahnung, nehme ich den Salzstreuer, salze mich kurz mal ein, suhle mich ein bisschen in Salz. Ist okay, gehört dazu. Aber warum baut ihr solche Scheißstellen immer so kurz vor dem Finale ein? Wenn man schon das Mindset hat, dass man bald irgendwie langsam so richtig in die Vollen geht und so, anstatt einfach dann einen guten Storypunkt zu machen, wird dann einfach so eine Scheiße eingebaut, wo man sich halt echt fragt, was ist mit euch? So. Okay, mein Rant ist fertig. Die Typen hier kann ich wenigstens treffen. Mit dem Sägeblatt. Nur bei den Hunden geht das aus irgendeinem Grund nicht. Dadurch, dass die Hunde diesen Dash haben, also diese Knochenhunde, geht das irgendwie, glaube ich, nicht bei denen. Ich mag deine Gelassenheit, die ist so ansteckend. Ich würde mal sagen, ich bin noch sehr entspannt für das, was dieser Kampf hier verdient hätte. Ich glaube, ich bin noch sehr entspannt. Alter, ich sehe hier schon wieder die kleinen Fickkugeln auf mich zukommen. Halt dein Maul mit deinem... Du einfach...
Wirklich halber Elektriker, ganzer Hurensohn oder was? Alter, hör auf damit. Oh, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Kommt danach noch so eine Welle? Oder hört es auch nochmal auf? Ich kann auch Hades starten. Hades ist fairer. Hades belohnt mich wenigstens. Oh mein Gott. Das ist nicht wahr. Oh. Sam auch wieder 360 No-Scope, ey. Ohne Scheiß. Triffst du einfach nichts mit ihr. Wir machen jeden Tag Wettbewerb, wer zuerst die Nummer findet und die Schokolade rausholt. Aber würdet ihr mal so einen Pott aus Nummern? Oder wie macht ihr das? Damit meine ich natürlich den Teil mit, das spiele ich lieber League. Ach so. Und ungefähr so wird mein Nachmittag. Das tut mir sehr, jetzt schon sehr leid, maybe. Wetten, da kommt gleich... Okay, Chat, wollen wir wetten, dass da gleich noch eine Welle kommt? Meint ihr, da kommt noch eine Welle oder war es das jetzt? Was, ich nehme Vermutung an. Das ist Quote wert. Einfach add Quote, Dead Brain. Add Quote, zusammengeschrieben und dann den Dings dazu. Scheißstellen in guten Games. Halt echt. Einfach Handshake. So. Zwei, es kommt noch eine Welle, die keiner will. War die letzte, die Bubble ist schon ziemlich klein. Ah, stimmt. Ach stimmt, die war vorher größer, ne? Okay, okay. Gibt's, Scheißstellen, gibt's wieder Stealth? Oh, okay. Ich glaube, wir werden belohnt wieder mit Story. Oh, der Jazzclub. Und deswegen ist es schade, wenn du solche Kackstellen in Games hast. An so finalen, relativ finalen Strängen. Man ist so irgendwie noch so wütend und salzig und dann musst du dich auch wieder auf Story einlassen. Mit O, Dead Brain. Also Quote mit Q-O-O. Das sieht so hübsch aus, ne? Und ich in Julian. Charon. Ich bin zu dumm zu schreiben heute. Schon ein bisschen, ja. Wenn du jetzt noch U und O vertauscht, dann hast du es gleich, Dead Brain. Wir glauben an dich. Ist jetzt so ein bisschen... Oh, kennt ihr die Situation in der Schule? Also ich habe das immer nur... Ich war zum Glück nicht in der Situation, aber es gibt so diese SchülerInnen, die echt Probleme mit der Rechtschreibung haben, ne? Und die dann an der Tafel genötigt werden, irgendein Wort zu schreiben. Und dann schreiben sie es das zweite Mal falsch und das dritte Mal falsch. Und man sitzt einfach nur da und denkt sich, was ist so unangenehm, diese arme Person, kann nicht jemand endlich die aus dieser Situation holen? Das ist so schlimm. Danke, Dead Brain. Dankeschön für den Quote. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Wieso sahen die Regentropfen-Effekte besser aus als gefühlt in allen AAA-Games? Weil AAA-Games einfach im Vergleich dazu zu diesem tollen Spiel Schmutz sind. Nein, Schmutz nicht, aber nicht so gut sind. Hallo, Ellie. Guten Morgen. Meine Hände sind noch etwas eingefroren vom kleinen Spaziergang. Oh je. Was ich im Halbschlaf mitbekommen habe, ich liebe Hoodies und Sweatjacken und Simon Peck ist Liebe, ja. Ich brauche mal so einen richtig großen, flauschigen Hoodie. Ich habe, die sind halt, ich habe halt auch kaum Hoodies tatsächlich. Aber die ich habe, die sind dann halt, passen halt gerade so. Boah, ich hätte gerne mal so ein Zelt,
Irgendwann besorge ich mir ein Zelt. Ich schwöre, ich hatte genau das gleiche Gefühl gerade wie früher. Es tut mir so leid. Ich hoffe. Oh nein. Ich hoffe, ich habe dir dieses Gefühl nicht vermittelt. Wir haben jeweils einen Adventskalender. Das ist ja ein von Kinder, der so zylinderförmig ist und vier Seiten hat. Wir sagen 3, 2, 1 los und dann muss man die aktuelle Nummer finden und rausholen. Es geht um die Ehre. Oh! Aber es ist süß, das ist eine schöne Idee, Alma. Das finde ich cute. Ich stelle mir gerade so vor, wie ihr euch einfach prügelt vor diesem Adventskalender. Lizzie, sind dir die schwarzen Klamotten ausgegangen? Ich glaube, seit ich dich schaue, hattest du immer was Schwarzes an. Im Sommer trage ich halt auch mal helle Sachen. Aber selten. Es gibt sogar einen gewissen Grund. Aber ich traue mich nicht, den öffentlich zu sagen, weil es irgendwie ein bisschen unangenehm ist. Also ich trage sehr gerne schwarz. Leute, die mich kennen, die wissen das. Also ich liebe schwarz. Aber ich mag auch sehr gerne farbige Sachen. Und das ist, der Pulli ist einer von diesen Dingen. Ich habe halt so ein paar farbige Pullis. Ich trage die dann nur selten am Stream, diese bunten Sachen. Mein Adventskalender ist mein Summercar. Das mit Rechtschreibung und Grammatikproblemen habe ich heute noch, besonders da mittlerweile die Sprachen miteinander verschmelzen. Ich fange Norwegisch an, falle zurück auf Schwedisch oder ich verdrehe Niederländisch mit Englisch. Das ist, okay, das ist wild, Makia. Das ist wild, aber interessant. Aber bist du selber auch, wie sag ich das am besten? Bist du selber auch gebürtig norwegisch oder, also wenn ich fragen darf? Oder irgendwo im skandinavischen Raum angesiedelt? Deepfake Lizzy not confirmed. Ja, vielleicht bin ich Lixipizzy und nicht Pixel Lizzy. Das wurde mir gestern bei Hand schon unterstellt, dass ich nicht die richtige Pixel Lizzy bin, sondern die Lixipizzy. Leichter Flex, wie viele Sprachen man spricht. Als wir uns kennengelernt haben, 2007, hatten wir zufällig den gleichen Aldi-Adventskalender und haben uns im September jeden Tag geschrieben, was drin war. Oh, süß. Meine Familie hat deutsch-polnische Wurzeln, bin aber in Schweden. Ah, okay, okay. Ja, ich bin nur bei nordischen Sprachen bin ich einfach nur sehr neugierig. Ich hoffe, das war okay. Ich bin eigentlich nicht jemand, die rumrennt und fragt, ne, was sind denn deine wirklichen Wurzeln? Weil das geht mich halt auch nichts an und keine Ahnung, ich finde diese Frage halt übergriffig. Aber mich interessiert einfach nur, warum jemand irgendwie so Sachen wie Norwegisch oder Schwedisch kann. Du bist Lixipizzy, was hast du mit Lizzy gemacht? Schwarz ist auch toll, ich trage das auch gern. Hab aber auch einen Pulli, der Bordeaux, Orange, Rosa ist und den liebe ich. Oh, das ist die Farbkombination richtig geil. Die klingt richtig gut. Ich habe auch einen rosa Pullover, ne? So ist nicht. Ich mag auch sehr gerne rosa. Ich spreche fließend Schwedisch und Norwegisch. Niederländisch, da bin ich noch am Üben. Ah, wie cool. Oh, beneide ich ein bisschen. Finnisch sieht aber cool aus mit den Doppel-A's, U's und so weiter. Ja, Finnisch ist auch toll. Ich würde gerne mal nach Schweden. Generell Schweden, Finnland, Norwegen, all das will ich überall mal hin. Überall. Oh, und Jack B., danke schön für deinen Follow. Entschuldige bitte, ich habe das, glaube ich, vorhin den ganzen Stress völlig übersehen. Danke, danke, danke. Falls du noch da bist, ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht. So. Okay, dann hier haben wir unsere Helden wieder, ne? Unsere Heldengruppe. Community-Urlaub confirmed. Alter, wir alle zusammen einfach nach Finnland oder Norwegen oder so und dann schön so ein großes Haus. In circa einer Stunde kommt Sodas am Bahnhof an. Stimmt, stimmt, der wollte ja der wollte ja herkommen. Wie, bleibt der jetzt bis zum nächsten Jahr oder bis zum Ende des Jahres dann da bei dir? Oder jetzt nur wegen Geburtstag? Wenn du in Norddeutschland bist, kann ich dir die Fähre von Rostock nach Trelleborg empfehlen. Das war tatsächlich irgendwann, glaube ich, als wir mal... daraus ist leider nichts geworden. Wir hatten mal ein Fotomeetup in Schweden geplant und da wären wir, glaube ich, auch drüber über Trelleborg dann gefahren. Bitte rüber gedüst.
Eine letzte Frage. Ist es gemeint, dass ich hoffe, dass meine Nichte Bauchweh bekommt und ich und mein Bruder deswegen eine Ausrede haben, früher wieder zu gehen? Ah, ich weiß nicht, auf Kosten deiner Nichte. Ich kann es verstehen, aber auf Kosten deiner Nichte? Hm, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen frech. Bis Anfang Januar, der ist seit 6 Uhr morgens unterwegs. Ach, meinige Scheiße. Das kenne ich irgendwo her. Das kenne ich irgendwo her, morgens um 5 oder 6 losdüsen. Ah, oh, schön. Schön, dass so, dass so lange da ist. Oh, das finde ich toll. So. Wir haben hier, ne, die Leute sind wieder beim Eisenstutzen. Oder wie das Ding hieß. Wir haben hier Daniel, William und die Gang. Ja, die Heldengang. Dir auch noch einen schönen Abend oder schönen Samstag, Makia. Und habt noch ein schönes Wochenende. Ich danke dir fürs Dagewesen sein. Danke. Eigentlich hätte er am 31. wieder gehen müssen, aber er hätte noch eine Woche Urlaub bekommen. Oh, schön. Oh, das freut mich. Das ist gut. So, ist in echt gutem Zustand. Da hat sich jemand gut darum gekümmert. Der Eisenstutzen ist Williams Stolz und vor Freude. Er ist überall mit dabei. Das sehe ich. Diese Rakete obendrauf, die macht mich neugierig. Habt ihr die angebracht in der Hoffnung, den Charon einzuholen? Charon? Der Charon existiert? Der schwarze Traum. Der Gesandte des Todes. Das sind nicht nur Gerüchte. Hoffentlich werden wir ihm nie begegnen. Oh, Daniel trägt immer noch die Jacke, die ihm William gegeben hat. Weil er so geschwächelt hat. Seid ihr bereit für den Aufbruch? Ich müsste ihn eigentlich... Captain Pam ist ja der, den ich immer so ein bisschen... dem ich so einen norddeutschen Dialekt gegeben habe, aber ich kann es heute, glaube ich, nicht. Sind wir. Aber wir müssen noch auf unsere Freunde warten. Freunde? Du meinst Sam und John, richtig? Die beiden müssen noch was Wichtiges erledigen. Ja, wir müssen verdammte Sanduhren anfassen die ganze Zeit und es ist alles ganz schrecklich. Und 20 Gegnerwellen töten. Aber wir können sie nicht einfach zurücklassen. Mach dir keine Sorgen, kleiner Kerl. Folgt einfach den Gleisen, dann kommt ihr zur... Entschuldigung. Folgt einfach den Gleisen, dann kommt ihr zum Bahnhof an der Spitze des Turms. Oh, das habe ich im Motor gefunden. Eine Art Münze? Gehört bestimmt euch. Bling. Meine Glücksmünze. Oh, was für ein Glück. Ich hätte nie gedacht, dass ich hätte nie gedacht, sie jemals wiederzusehen. Ihr müsst los und macht schnell, bevor das Zeitfeld seinen Effekt ganz verliert. Was ist mit euch? Wir müssen woanders hin. Achso, was ist mit euch? Ich hab, okay, Betonung hart verkackt. Gut, wenn ihr darauf besteht. Daniel, lass uns aufbrechen, ja? Ich komme. Du warst übrigens am Donnerstag mit Eastward eine tolle Unterhaltung beim Aufräumen. Jetzt kenne ich auch mal den Anfang vom Spiel. Ja! Dankeschön für die lieben Worte. Ich muss jetzt mal aufstehen und arbeiten. Habe meinen Optikertermin sicherheitshalber mal abgesagt. Weiß nicht, ob ich es heute fühle, in die Stadt zu fahren. Ja, kann ich gut verstehen. Vor allem, wenn du jetzt noch ein bisschen arbeiten musst. Hallo, Spepsi. Ein wildes Babsi, ja. Hallo. Hallo, ja, Speps. Ich verfolge beim Arbeiten, Julian. Ich hoffe, du kommst schnell voran mit deinem Kram und dass du alles fertig kriegst heute. Sie sind weg. Ja. Das ist dann wohl unser Stichwort, oder? Noch nicht. Mutter ist noch nicht zurück. Ich weiß nicht, die sind immer noch sass mit ihrer Mutter. Was ist, wenn die ganze Zeit gegen uns sind? Sie heißt jetzt Sam. Stimmt, und es sieht ganz so aus, als würde jemand auf sie aufpassen. Dieser John, das ist ein guter Kerl. Warum nennen sie Mutter?
Sam muss irgendwie eine Reinkarnation von irgendwas sein, das schon ewig alt war. Ich meine, sie war ja auch an diesem Tank. Das hat man ja direkt am Anfang gesehen, wenn man das Spiel startet. Dann ist sie an diesem Tank, wo sie gefunden wurde. Ha, John, mein Junge. So sehen wir uns wieder. Captain Pam und die Legion der Raketenritter. Ihr seid gekommen. Wir haben es geschafft. Wir haben das Zeitfeld deaktiviert. Das wissen wir. Die Zeit verläuft wieder normal. Und dann sind wir zum Fuß des Turms zurückgekehrt. Und was ihr jetzt seht, ist das echte Futura und der echte ewige Turm. Ach so, okay. Das echte Futura? Was ihr zuvor gesehen habt, war nur eine Illusion. Dann, Moment, Isabel. Dann war Isabel eine Illusion? Nee. Nee, Isabel muss ja echt gewesen sein. Ich bin verwirrt. Weil Isabel war ja nicht wirklich da in dieser Illusion dann. Aber wir haben sie gesehen. Dann ist sie auf der Spitze des echten ewigen Turms? Ja, dann ist da die echte. Du meinst eure Freundin? Das wirst du wahrscheinlich erst wissen, wenn du nachsiehst. Mach's gut, Maybe, viel Erfolg. Halt gut durch. Ja, viel Kraft für dich. Und bis später oder so. Dann los, komm John. Wir müssen zur Spitze des Turms. Muss ich nochmal Zeiträtsel machen? Nicht so hastig, hörst du? Wir wollen zumindest einen richtigen Blick auf dich werfen. Man hat sich gut um sie gekümmert. Sie ist gewachsen, oder? Und Sam steht die ganze Zeit da und denkt sich so, wovon reden die alten Männer? Was wollen die von mir? Und sie hat gutes Essen bekommen. Wahrscheinlich besser als das Zeug, das Thomas zubereitet. Ja, das schmeckt echt wie salziges Treibholz. Aber ich hätte nichts dagegen, es ein letztes Mal zu kosten. Wollt ihr was? Ich kann es schnell zubereiten. Salziges Treibholz, richtig Bock. Das war ein Witz, Kumpel, nur ein Witz. Apropos John, mein Junge, gib mir mal bitte deine alte Pfanne, ja? Kriege ich eine neue Pfanne? Ich würde sie mir gerne mit meinen alten Augen ansehen. Ich will eine Extended Pfanne. Kriege ich jetzt Pfanne in der Extended Edition? Ei, echt eine gute Pfanne, dass sie nach dieser langen Zeit noch so gut in Schuss ist. Nimm sie, John. Sie ist dein letztes Geschenk. Und möge sie euch beide beschützen. Wie jetzt? Kriege ich eine neue Pfanne? Geil! Endlich rostfrei! Höhere Pfannenstufe erreicht. Sie fügt jetzt mehr Schaden zu. Ah, oh, das sind die Achievements, für die ich lebe. Bis zu den Zähnen bewaffnet. Webeliara. Oh, Liara riecht gut. Chat, ihr habt jetzt die einmalige Gelegenheit, ganz viel an Liara zu schnuppern. Sie ist wirklich groß geworden. Das ist sie. Schon gut, schon gut. Genug mit diesen sentimentalen Gesabbel, ihr alten Hunde. Und ihr beide, ihr seid im bevorstehenden Kampf auf euch alleine gestellt. Aber keine Sorge, ihr seid inzwischen stark genug dafür. Dieses Emote, Alter. Das ist so creepy.